Ja, hallo, herzlich willkommen hier aus dem Tamron-Studio zu einem weiteren Livestream heute Abend. Ja, heute bin ich ein bisschen alleine hier aus gegebenem Anlass. Die meisten werden ja wissen, na, mit Abstand ist es so eine Geschichte und den wollen wir ja auch einhalten. Deswegen bin ich erstmal hier im Studio heute alleine unterwegs, habe aber dafür gleich dann ein paar Gäste, nämlich zwei an der Zahl, genau, um genau zu sein. Und zwar, viele werden ihn kennen, Fotograf Martin Krolopp und der, wie er sich selber nennt, der Dritte im Bunde von Krolopp und Gerst, Thilo Vorderbrück, die werden wir gleich noch dazu schalten. Und ja, vielleicht als kleine Einleitung, worum geht es heute? Warum sind wir überhaupt hier? Warum machen wir diesen schönen Livestream? Heute ist der offizielle Verkaufsstart von unserem neuen Telezoom-Objektiv für den Sony E-Mount, das 70-300. Können wir gerade mal in der Totalen zeigen. Da steht es schon mal. Darum geht es heute. Darüber wollen wir sprechen. Und ja, dann im späteren Verlauf auch einfach erfahren, was Martin Krolopp mit dem Objektiv erlebt hat. Er war einer der ersten deutschen Fotografen, die es tatsächlich ja, auf Herz und Nieren prüfen konnten, testen konnten und hat es auch auf einer kleinen Reise dabei. Das konnten wir alles Gott sei Dank noch machen, bevor jetzt der November kommt mit all den Einschränkungen, die wir dann ja wahrnehmen müssen. Aber nichtsdestotrotz werden ein paar schöne Bilder sein, denke ich, und wir werden viel über das Objektiv erfahren. Ich möchte im Vorfeld vielleicht mal ein bisschen zeigen, was ist das Konzept hinter diesem Objektiv. Also wir haben ja schon einige E-Mount-Objektive jetzt auf den Markt gebracht und natürlich gilt auch hier das Konzept, es ist leicht, es ist kompakt. Der Filterdurchmesser ist auch wieder bei 67 mm, also es passt hervorragend in die Reihe der E-Mount-Objektive, die wir schon auf den Markt gebracht haben. Und Thema kompakt, also ich versuche das jetzt mal zu zeigen, vielleicht mal im Vergleich zu unserem 70-180. Ich versuche es mal so zu stellen, dass die Regie das noch schön im Fokus hat. Also wie man sieht, 70-300 versus 70-180, da sind wir auch wieder fast auf der identischen Höhe, auf der identischen Größe. Also das ist auf jeden Fall auch schon mal ja, wieder eine erstaunliche Sache, was unsere Ingenieure da geleistet haben, um das in so eine kompakte Bauform zu bekommen. Was ich auch noch mal daneben stellen kann und auch nochmal so einen kleinen Rückblick geben kann auf das, was wir, die Highlights, die wir dieses Jahr auf den Markt gebracht haben. Da hätten wir natürlich unser 28-200, auch ein tolles Telezoom-Objektiv. Ist nochmal kompakter, hat auch die Lichtstärke 2,8. Und ja, man sieht, ne, es ist nicht viel Unterschied dazwischen, aber das 28-200 ist da nochmal deutlich kompakter. Und natürlich nochmal in den Fokus gestellt. Oder auch einfach nochmal daneben gestellt. Ist ja schon fast ein Klassiker, unser 28-75, unser 17-28 daneben gestellt und natürlich nochmal das 70-180. Da sieht man sie alle nochmal nebeneinander gestellt. Das ist, ja, das sind die Highlights, die wir dieses Jahr auf den Markt gebracht haben. Und für jeden Einsatzzweck haben wir mittlerweile ein schönes E-Mount-Objektiv im Angebot. Das 70-300, über das wir heute reden wollen, ist schon auch ein kleiner Allrounder, denn ja, da haben wir einfach noch mal mehr Tele zur Verfügung und hier haben wir, und das werden wir gleich auch sehen, hier haben die Ingenieure auch einiges geleistet, dass gerade im Telebereich die Schärfe wirklich ganz hervorragend ist. Das werden wir noch bei ein paar Beispielbildern uns anschauen können. Ja, dann gehen wir vielleicht schon mal direkt, ich rufe das mal auf. Ein kleiner Hinweis an der Stelle. So, also über die Objektive, über die wir gerade gesprochen haben. Wenn sich da jemand mal wirklich live einen Eindruck verschaffen möchte, wir haben ja dieses Jahr leider nicht so oft die Gelegenheit, auf Messen unterwegs zu sein, wo sich normalerweise unsere Kunden dann auch mal die Objektive anschauen können, sie an die Kamera schrauben können, sie ausprobieren können. Deswegen der Hinweis, wir haben den Tamron Verleih unter www.tamron-verleih.de.
Da gibt es die Möglichkeit, sich alle Objektive, nicht nur die E-Mount-Objektive, einfach mal unverbindlich auszuleihen und für einen gewissen Zeitraum zu testen, für einen beliebigen Zeitraum. Das ist nicht limitiert. Und die erste Woche im Verleih wird auch immer dem Kauf angerechnet. Also auch dafür ist gesorgt. Aktuell gibt es auf dem Tamron-Verleih einen großen Koffer, den man sich bestellen kann. Also wenn man wirklich mal das aktuelle Line-Up ausprobieren möchte, dann gibt es den großen Tamron-Testkoffer. Den können wir an der Stelle empfehlen. Da kann man sich wirklich mal ganz in Ruhe einen Eindruck verschaffen, wie die Qualität all dieser Objektive ist. So, und dann geht es direkt in die Vollen. Das ist nochmal das Objektiv in seiner ganzen Pracht. 70-300mm 4.5-6.3 DI3 RXD für die spiegellosen Vollformatkameras von Sony, also für den Sony E-Mount. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns mal einen kleinen Trailer an, den wir vorbereitet haben. Da können wir schon mal einen Eindruck gewinnen über die Features, die das Objektiv hat. Und dann schauen wir sie uns danach nochmal im Detail an. So, eine Sekunde, ich starte das Video. Genau, das schon mal als kleine Einstimmung, was das Objektiv alles zu bieten hat. Und da schauen wir uns auch direkt nochmal die wichtigsten Features im Überblick an. Es ist das kleinste und leichteste Telesum-Objektiv der Welt. So bewerben wir das und so ist es auch. Also unter den 300mm Telesum-Objektiven, die auf dem Markt sind. Es hat wie alle unsere Objektive natürlich eine hohe Bildqualität und in diesem Fall auch ein schönes Bouquet. Also man hat die Möglichkeit, damit schönes Bouquet zu erzeugen. Es hat eine wirklich tolle Autofokusgeschwindigkeit und besitzt den RXD-Schrittmotor. Den kennen wir schon aus anderen Objektiven, dem 28-75 zum Beispiel. Ist also auch ideal für Videos. Es hat eine wetterfeste Objektivkonstruktion, wie alle E-Mount-Objektive von uns oder auch die SP-Objektive für DSLR-Kameras. Daher kennt man das auch. Und es ist auch voll kompatibel zu den kamerainternen Funktionen der Sony-Kameras, also die Objektivkorrektur, Entfernung von Vignettierungen, Farbsäuren, Verzeichnungen. Das ist auch alles gegeben bei dem Objektiv. Und das gibt es zu einem UVP von 899. Und wie gesagt, ab heute offiziell im Handel erhältlich, beim Händler Ihres Vertrauens. Da auch gerne mal nachschauen, wie der Preis denn da liegt. So, und dann möchte ich eigentlich auch schon direkt überwechseln zu unserem Gast oder zu unseren beiden Gästen, die wir heute haben. Dazu wechsle ich mal gerade in unsere Live-Schalte. Und da haben wir ihn schon, Martin Krolopp, hallo, kannst du mich hören? Hallöchen, ja, klar und deutlich. Wunderbar. Und zwar Corona-konform aus der Ferne. Genau, richtig. Ja, herzlich willkommen, wenn auch virtuell, dann trotzdem hier zugeschaltet ins Tamron Studio. Und wir werden gleich uns ein paar Bilder anschauen. Du hattest die Gelegenheit, das 70-300 schon mitzunehmen. Vielleicht erzählst du mal gerade, wo seid ihr damit hingefahren? Ja, vielleicht ganz kurz, weil du ihn so angekündigt hast, die dritte Person im Bunde. Ja, genau. Ne? Eigentlich nennt er sich nicht selber so, sondern ich nenne ihn immer so die rechte und linke Hand des Teufels bei Krolopp und Gerst. Ja, also. Und das bin dann ich. Ich bin auch hier. Hi. Ich muss mich immer selber auf die Kamera schalten, deswegen versuche ich das möglichst
passend zu treffen. Genau. Also wir haben heute so ein bisschen einen Advanced Doppel-Livestream, weil wir hier komplett so wir zwei Livestreams gleichzeitig verknüpft haben. Wir reizen das heute komplett aus, was die Technik uns zu bieten hat. Ja. Absolut, absolut. Ja, aber ich freue mich wirklich, dass das so wunderbar klappt und dass ich, wie gesagt, die Möglichkeit hatte, das Objektiv mitzunehmen. Es ist ja eine abenteuerliche Geschichte gewesen. Ne? Also jetzt nicht mit dem Objektiv, sondern generell überhaupt außerhalb nach Deutschland zu kommen, so gefühlt. Ja, genau. Also das ist ja sowieso das große Thema. Also wir wollen jetzt auch nicht ewig und drei Tage über Corona und die aktuelle Situation sprechen. Das betrifft jeden von uns und alle da draußen. Wir haben jeden Tag damit zu tun, aber dennoch müssen wir es natürlich anreißen. Also auch bei euch war es ja nicht ganz so einfach. Ihr hattet einen kleinen Trip geplant, ne? Aber auch da deutete sich ja schon an, dass das alles nicht ganz so einfach werden sollte. Erzähl mal gerade, was waren denn so die größten Herausforderungen, die man so normalerweise nicht hat, wenn man in ein schönes, südliches, sonniges Land fährt? Also das klingt jetzt komisch, aber zurzeit ist mein Arbeitstag sehr viel mit, also es gibt Hygienebeauftragte, nach DIN Norm beauftragte, also so nach DIN Norm konforme Hygienebeauftragte, die auch so Fotoshootings und Produktionen überwachen und begleiten. Und da muss man heutzutage sehr, sehr, sehr drauf achten. Um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, wir hatten einen Job, wir haben eine Produktion gehabt und haben dafür ein relativ drehsicheres Land im November gesucht oder Oktober, November. Und da war ja in letzter Zeit nur Italien und Griechenland übrig. Und wir haben das dann schon also das waren sehr viele Stolpersteine. Normalerweise, ich habe ja die anderen Videos gesehen von den Live-Sendungen, da kamen dann immer super fancy Videos und wir hatten wirklich zu kämpfen sozusagen mit den Bedingungen, aber es sind super viele Erfahrungen rausgekommen und ich konnte mit dem Objektiv wirklich viele, viele, viele Fotos machen und dann auch herausfinden, wie gut es wirklich ist. Und das ist, um was es ja heute auch geht. Aber wir sind nach Sizilien, nach Palermo mit der Fähre. Also wir sind erst mit dem Auto nach Genua und mit der Genua dann mit der Fähre. Und die Fähre fährt 20 Stunden und das ist alles geschlossen, weil die Italiener noch ein bisschen krasser sind mit Corona als die Deutschen. Gab es auf der Fähre de facto einen Kaffee, wo es Espresso gab, so. Das war's. Und wir lagen 20 Stunden lang in den Kabinen, auf einem schaukelnden Fährdampfer. Ja, und bei den Bildern, die wir jetzt gleich sehen werden, das hattest du mir im Vorfeld schon mal gesagt, also das muss man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, was sonst ja eigentlich überhaupt kein Problem ist, dass man eben mit einem Model oder mit jemandem, der dabei ist, sich irgendwo hinstellt und nette Bilder macht, ist auch schwieriger geworden, weil natürlich die Leute da auch sehr sensibel geworden sind, wenn man da ohne Mundschutz durch die Gegend läuft, ne, und sich da irgendwie bewegt. Gerade auch in Reiseländern, also das ist, also in vielen Ländern, auch jetzt gerade in Sizilien, wo wir es festgestellt haben, nehmen die auch Corona ein bisschen ernster als in Deutschland. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Die wissen natürlich auch, dass wenn da irgendwie keine Touristen mehr kommen, dass es dann direkt dann vorbei ist mit ihren Einnahmequellen oder mit vielen Einnahmequellen. Und es war schon... Also wir hatten viele andere Schüsse geplant und wir hatten viele Ausflüge geplant. Wir wollten unter anderem auch auf dem Ätna hoch und dergleichen. Und irgendwie haben wir dann so ein bisschen die Stimmung verkannt aus der Ferne und haben dann irgendwann gesagt, okay, lass uns lieber dorthin gehen, wo es ein bisschen einsamer ist. Wir probieren so ein bisschen andere Sachen zu machen. Und was man natürlich auch nicht bedenken darf, ist, da kommen wir jetzt so ein bisschen zurück zum Objektiv. Das ist ja, also das 70-300 hat ja... Wahrscheinlich wissen das die Jungs in Japan, die es gebaut haben, besser als ich. Aber das ist jetzt nicht das 5-Millionen-Euro-Objektiv, was man für ein Foto nimmt, wo man 3 Jahre lang plant und 100.000 Euro Ausgaben hat. Also das ist ja eher so das immer drauf Reiseobjektiv, wo es um gewisse Fakten geht. Und zwar wenig dabei, viel Möglichkeiten und eben möglichst versatil oder, Thilo, wie nennt man das? Versibel. Multifunktional einsetzbar. Vielseitig. Ja, das ist so ein Marketing-Spruch hier. Nein, aber. Ja, klar. Ne? Also, das 70-300 ist halt auch von unserer Seite, ne? Also wirklich auch nochmal. Ich meine, wir haben natürlich mit dem 28-200, das ist so das
wirklich große, also du hast es ja selber mal im Testvideo so genannt, das Schweizer Taschenmesser, ne? Genau, hier ist es. Und da ist dann das 70-300 für die Leute eben die perfekte Ergänzung auch, die halt nochmal ein bisschen mehr Tele haben möchten. Ne? Und deswegen passt es auch so gut in die Linie rein, weil es eben, ne, ich habe es ja gerade nochmal nebeneinander gestellt, auch einfach nochmal wunderschön kompakt ist. Also es tut auch niemandem weh, dann zwei oder drei Objektive dieser Bauform dabei zu haben. Da ist der Rucksack immer noch nicht besonders schwer und man hat halt einfach eine große Auswahl dabei. Ich denke mal, das ist auch das Schöne an unserem Line-Up, was uns so ein bisschen unterscheidet und was auch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal ist. Es hat ja jeder die Möglichkeit, sich sein perfektes Setup jetzt zusammenzustellen. Also braucht man noch ein bisschen Weitwinkel, braucht man noch ein bisschen mehr Tele, braucht man vielleicht auch eine Festbrennweite, braucht man ein bisschen Makrofähigkeiten. Das alles gibt es jetzt und das macht den Rucksack nicht schwerer. Und ich denke mal, das habt ihr ja auch festgestellt. Also ihr habt euch zumindest keinen Bruch dran gehoben. Ne? Es ist, glaube ich... Nee, also ich hatte ja auch, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, aber ob du die Kamera hier erkennst, jetzt machen wir ein bisschen, ich weiß, hier soll es ums Objektiv gehen, aber das hier ist die 7C, was ja auch die neue kompakte Kamera von Sony ist. Und die hatte ich auch dabei und ich habe so ein bisschen das in der Kombo probiert zu nutzen. Es ist natürlich immer ein Spagat, den man geht. Also wenn man eine Vollformatkamera hat, die sowieso schon teurer ist als Halbformat oder Viertelformatsensoren, und dann will man ja auch irgendwie in gewisser Weise diese Qualität des Sensors ausnutzen. Jetzt will man aber nicht zwangsweise solche Objektive mit sich rumtragen, die man mit einem eigenen Trailer transportieren möchte. Und diese Balance ist, glaube ich, sehr schwierig. Und ich muss auch sagen, aus meiner Erfahrung heraus, weil wir ja sehr viele Objektive testen, bewerten und so weiter und so fort, ich finde, nicht jeder Hersteller findet aktuell den Spagat. Also das ist jetzt so eine persönliche Meinung. Da will ich jetzt auch keine Namen nennen, aber ich habe so das Gefühl, dass es eigentlich immer nur auf noch krasser, noch teurer, noch exklusiver, noch außergewöhnlicher geht und so die Objektive, die auf den Markt kommen, immer irgendwie spitzer werden. Das mag jetzt für mich als Profifotograf irgendwie ganz cool sein, weil es total tolle Sachen gibt, die man sich ja wahrscheinlich mit einer guten Abschreibung und einem guten Leasing sozusagen dann auch leisten kann. Aber wenn man bedenkt, dass Leute sich eine Kameraausrüstung kaufen, um eine Reise, eine Familie, generell ihr Leben zu dokumentieren, dann finde ich, dass manch ein Hersteller so ein bisschen nicht mehr, also wie soll man das sagen, Thilo, so den Füße vom Boden, bodenständig, ist das so? Ja, also zumindest weiß ich, was du meinst, glaube ich. Wie willst du es also, so formulieren? Dass man auch so, also so ein bisschen die breitere Masse auch noch mitnimmt einfach, was jetzt gar nicht irgendwie abwertend klingen soll, sondern auch so höher, schneller, weiter, man muss halt immer Kompromisse finden. Und auch das klingt negativer, als ich es jetzt, glaube ich, eigentlich meine. Nein, aber es ist schon so, also Kompromisse ist ja ein gutes Stichwort. Bei dem Objektiv, über das wir heute sprechen, ist es ja gar kein Kompromiss, den wir mehr eingegangen sind, weil da die Brennweite 70-300, das ist ja ein Klassiker. Ne? Also auch in unserem Line-Up, da gibt es schon mehrere Modelle, die alle auch eine große Historie haben und sehr beliebt waren und immer noch sind. Aber grundsätzlich sind ja unsere E-Mount-Objektive, die haben ja immer einen kleinen Twist, was die Brennweite angeht, um eben auch die kompakte Bauform garantieren zu können. Weil uns das in dem halt Fall ja die Blende, ne? Genau, ne? Also es gibt immer irgendwo einen kleinen Twist, der dazu führt, dass das Objektiv so kompakt gebaut ist. Aber genau darum geht es ja, weil unser Konzept eben genau das ist. Und man sieht es ja bei deiner Kamera da jetzt besonders gut. Das Objektiv muss irgendwo zur Kamera passen. Ne? Und darum geht es bei Tamron, dass eben nicht einfach nur eine Adaption, ne, stattgefunden hat, sondern wirklich auch eine Neuentwicklung. Und das nehme ich mal zum Anlass. Ich mache euch mal ein kleines bisschen... Ich wollte da aber eine Sache noch sagen und noch mal reinskrätschen, Entschuldigung. Alles gut. Und zwar, wir haben ja eine super interessante Objektivstrecke gemacht mit Anders Uschold rund um das Thema Objektive und Optiken für Kameras. Und ich habe das nie vergessen, was er damals gesagt hat über so Reise und diese Suppenzooms, weil er hat was sehr Interessantes gesagt und er hat gesagt, das sind eigentlich Spezialobjektive. Dann habe ich so nachgefragt, das ist die Serie kann man, also die Folgen kann man ja angucken, die sind ja bei YouTube noch verfügbar. Und dann meinte er, ja, das sind Spezialobjektive. Dann meinte ich so, aber warum sind das Spezialobjektive? Und dann meinte er, der eine hat halt Spezialblende, der andere hat Spezialschärfe und der hat Spezial eben halt Vielseitigkeit, Kompaktheit und Preis. Und das ist genauso eine Spezialität, wie er das damals gesagt hat. Also er hat gemeint, eine hohe Brennweite in ein kleines Gehäuse bei einer relativ hohen Qualität zu bauen und das Ganze noch tragbar zu machen und leistbar, ist genauso eine Spezialität in sich.
Also das ist sehr interessant. Kann man nach angucken, wie er das so formuliert hat. Er hat es vielleicht noch ein bisschen charmanter formuliert als ich. Aber ich fand es sehr, sehr interessant, weil es so von diesem entwicklungstechnischen Aspekt einfach beschreibt, dass man, wenn man so ein Objektiv baut, wahrscheinlich sich schon von vornherein auf irgendwas festlegen muss, was eigentlich das Spezielle ist. Und auch wenn vielleicht so ein Objektiv nicht 100% gegen einen 3.500 Euro 50mm 1.2 von der Optik abgeblendet auf 5.6 mithalten kann, dann ist es trotzdem noch ein Spezialist. Nämlich, das kann andere Sachen, was die Festbrennweite 50mm eben gar nicht kann. Genau, so sieht's aus. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal zu den Bildern, ja, weil das ist ja auch das, was die Leute sehen wollen. So, ich mache euch mal gerade, ich minimiere euch und gehe mal hier auf die nächste Folie. Also hier nochmal kurz, ich schiebe euch mal ein bisschen dorthin. So. Also hier nochmal, das können wir auch zusammen kurz uns nochmal anschauen, ne? Da sieht man es nochmal im Überblick. Wir haben jetzt mal ein Mitbewerberobjektiv, auch ein 70-300 in Vergleich gestellt. Da ist unseres mit 545 Gramm, also über 300 Gramm leichter. Das ist halt schon ein Wort, das ist auch wirklich eine der entscheidenden Kriterien für uns, dass es wirklich leicht und kompakt ist. Und man sieht auch hier nochmal, der Filterdurchmesser 67 mm wie bei den anderen E-Mount-Objektiven. Also das ist ja wahrscheinlich auch für dich eine Sache, wenn man halt einen Filter dabei hat, hat man halt auch weniger zu schleppen, als wenn man für die verschiedenen Größen dann immer noch entsprechendes Equipment dabei haben muss. Ne? Ja, ist halt auch immer Geld. Ne? Also wir arbeiten ja selbst schon mit Step-Down-Ringen. Wir kaufen dann irgendwie die meisten Filter auf 77 oder 82. Das ist vielleicht einmal teurer, aber damit kommt man halt immer irgendwie weiter runter. Aber das ist halt auch nervig, dann diese Ringe-Fuddelei dann so rumbauen. Und ja, natürlich, also je stimmiger der Rucksack ist, umso besser ist es auch. Und man muss ja auch bedenken, drei Filter zu haben, zum Beispiel Polfilter, ND-Filter und Polfilter, ND-Filter und noch einen stärkeren ND-Filter, das ist natürlich so der Standard. Und das auf zwei Objektive, das vervielfältigt sich halt um ein, ja, also nicht nur ein bisschen. Um zwei. Genau. In dem Fall. Warum habe ich dich? Und für solche dummen Kommentare. Ein Punkt, der bei uns ja auch immer von den Leuten nachgefragt wird, die Bildstabilisierung. Die ist bei unseren E-Mount-Objektiven ja standardmäßig nicht dabei. Das hat auch den Grund, dass die Objektive eben kompakter gebaut werden können, weil ein, wie er bei uns heißt, VC, also ein Bildstabilisator, der braucht halt Platz im Objektiv, also es würde mindestens länger werden. War das jetzt für dich, also gerade bei Teleobjektiven wird ja gerne mal gefragt, okay, wird es da nicht langsam kritisch mit den IBIS-Stabilisatoren der Kameras? Wie war das beim Shooting? Das Interessante ist ja, also Punkt Nummer eins, man würde lügen, wenn man sagt, man merkt nicht den eingebauten Bildstabilisator des Objektives bei 300 mm. Die Stabilisierung im Objektiv, das wissen wir alle, ist effektiver als eine Sensorstabilisierung gerade im Tele. Im Weitwinkel sieht es ja wieder andersrum aus. Im Weitwinkel ist eigentlich der Sensor stabilisiert effektiver. Das ist jetzt aber der Punkt genau, wie man das merkt, wann man es merkt und ob man es merkt. Wenn man jetzt das Objektiv hält und darauf achtet, ob das stabil ist, dann merkt man den Unterschied. Wenn man aber bei dem Motiv selber ist, beim Framing, beim Autofokus, beim Bedienen der Kamera, dann ist der Unterschied so marginal, dass man ihn eigentlich nicht wahrnimmt. Also ich hoffe, ich habe das gerade richtig gesagt, also oder verständlich gesagt. Das ist so, wenn man jetzt ein Auto hat mit 250 und das andere fährt 270, wenn man sich darauf konzentriert, wie schnell man gerade fährt als Beifahrer, dann wird man wahrscheinlich die 20, 30 km/h merken. Wenn man aber selber am Steuer sitzt und beschäftigt damit ist, dass das Auto auf der Spur bleibt, dann merkt man den Unterschied zwischen 250 und 270 nicht mehr so richtig. Ist das denn, Thilo, ist das ein komischer Vergleich? Nee, ich denke nicht. Also um die Frage zu beantworten. Wenn man etwas, Entschuldigung, ja? Also wenn man natürlich extrem darauf achtet, dann merkt man den Unterschied. In einer Testsituation, wenn man so diese klassischen YouTube-Tests macht und die Kamera hinbaut und wackelt und sowas und man achtet nur darauf, dann merkt man, dass das eine ein Bildstabilisator im Objektiv hat. Bei mir war es beim Fotografieren so, ich habe dann kamen Vögel und dann ist man so hetzig, dass der Vogel nicht wegfliegt oder keine Ahnung, wie der Hintergrund ist. Dann achtet man so sehr auf den Hintergrund oder was da gerade wie passiert oder dass man auch nicht, also man vergisst ja mit Teleobjektiven auch so ein bisschen die Umgebung drumherum. Das ist mir schon öfters passiert, dass ich irgendwo dagegen laufe. Mache ich bei Weitwinkel nicht so, weil man bei Weitwinkel ja die Umgebung viel mehr im Bild hat. Oder bei die eigenen Füße. So, da,
Ja, oder die eigenen Füße. Bei Tele ist es so, da geht man irgendwie so einen Schritt nach rechts und plötzlich merkt man, dass eine Klippe, so gefühlt. Also man ist da einfach konzentrierter, dass ich habe den Unterschied beim Fotografieren nicht wahrgenommen, obgleich ich ihn in einer speziellen Testsituation wahrgenommen habe. Genau. So, dann gehen wir mal zum ersten Bild. Ja. Also ich habe versucht, auch so ein bisschen von den Motiven zu fotografieren, was man vielleicht auch so in so einem Art Urlaub vor die Flinte bekommt. Also das war jetzt so ein Blick aus unserer, von der Location, wo wir waren am Wasser. Und das war einfach so auf die Berge in Sizilien gerichtet. Das ist halt einfach so, glaube ich, was man normalerweise macht. Man kommt irgendwo hin mit dem Objektiv, man sieht, oh, das finde ich aber schön und das will man dann fotografieren. Also es geht nicht so viel mehr darum, dass man sagt, ich plane jetzt 4 Tage ein Fotoshooting und dann laufe ich da einen Berg hoch 3 Stunden und mache das Foto, sondern das sind eher so Motive, wo man sagt, man steht auf und sagt, oh, das ist aber schön. So, also so Überraschungsschüsse. Ne? Mhm. Du sagst mir, wenn ich zum nächsten Bild weitergehen soll, ne? Ja, du kannst ruhig, also hier sieht man auch, ich habe das vom Stativ fotografiert, weil wir auch einen Zeitraffer gemacht haben. Das ist dann in eins der Testaufnahmen. Wir haben dann einen schönen Zeitraffer gestartet mit Blende 22. Auch wieder so ein Beispiel. Ich fand diesen, also es waren sehr starke Wolken angekündigt an dem Tag und dann haben wir diesen Zeitraffer gestartet. Und man merkt so Blende 22, da braucht man eh nicht mehr über Objektivschärfe reden, also bei Blende 22. Also das ist völlig egal, ob ich eine 3.000-Euro-Linse benutze oder ein 50-Euro-Objektiv. Das ist so viel Beugung drin, das ist egal. Aber es ist trotzdem ein schönes Bild geworden. Ja, genau. Dann gehen wir mal zum nächsten. Da war das Wetter dann nicht mehr. Oder da sind die Wolken, die angekündigt waren, ja? Ja, nee, das war die Rückfahrt auf der Fähre. Das war auch echt unangenehm. Nach so eine halbe Stunde später war das dann sehr, sehr wackelig, schummerig. Auch hier, ich fand, also es sind so diese kleinen Motive, die ich ehrlich gesagt sehr spannend fand. Ich habe das super genossen. Normalerweise bin ich ja eher so mit 50 mm unterwegs. Ich glaube, Thilo, deine Kamera hat einen 28er immer drauf, ne? Ja. Also wir sind eher so Weitwinkel, Porträt, Type-Style, Streetlife, Brennweiten-Typen. Und ich fand es mit diesem 70-300 super angenehm, so Sachen rauszufiletieren. Also in dem Fall habe ich das 300 nicht gebraucht, das Ende. Aber man wird viele, viele Fotos sehen, wo man so eine Schlichtheit der Bilder über diese Brennweite erzeugen kann. Und die ist wirklich schön, wirklich schön. Ja, ja, man sagt ja auch, ne, gerade mit einem Telezoom, das ist ja so die Spezialität, dass man da wirklich die Perspektive verändern kann. Ne? Also noch viel mehr als vielleicht im Weitwinkelbereich, weil man ja einfach an Punkte zoomt, wo man vielleicht auch gar nicht wirklich hinkommt. Ja, ne? Ja. Die man auch wahrscheinlich selber gar nicht so wahrgenommen hat. Als der dort Stehende. Also bei uns war es auch oftmals so, dass ich dann mit der Kamera Sachen gesehen habe, die Umstehenden gar nicht wahrgenommen haben. Das ist auch sehr schön. Bei dem nächsten Bild, was wir hier gerade sehen, ist es so, dass ich fand erstaunlich, wie oft die 70 mm auch gereicht haben. Also gerade so bei Aufnahmen, wo man einfach so das Drumherum sieht. Wir sind dann die Berge hochgewandert und das war einfach ein schöner Blick. Übrigens da hinten neben dem Bergchen, was man in der Ferne sieht, da war dann diese Location, das Haus. Und das ist ja ganz oft, dass man so im Urlaub fotografiert man so, wo man so ist und dann bewegt man sich so ein bisschen weg und will dann auch mal das fotografieren, wo man dann so war. Also wir sind jetzt gerade in den Bergen, die wir im vorherigen Bild gesehen haben. Also du meinst jetzt die Außenposition quasi, ja. Ohne jetzt eine Drohne zu benutzen. Ja, genau. Und ich fand es halt erstaunlich, wie oft diese 70 mm auch wirklich, wirklich... Ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, aufs 28-75 zu wechseln, was ich auch dabei gehabt hatte als zweites Objektiv. Aber fand ich genug. Na gut, da gilt halt der alte Spruch, das beste Objektiv ist halt immer das, was man gerade dabei hat, ne? Oder was man gerade auf der Kamera hat. Ne? Und, ja. Ja gut, also jetzt Faulheit ist es jetzt bei mir nicht, Objektive zu wechseln. Hätte ich den falschen Job gewählt. Also, also ich bin schon so, dass ich das Objektiv wechseln würde, wenn ich denke, es gäbe ein besseres für dieses Bild. Aber das ist ja gerade der Punkt. Es kam mir nicht so, ich habe dann gedacht, nee, das ist cool, passt. Ja, so, dann eine Stadtansicht. Das ist jetzt ein, das habe ich aus dem Auto aufgenommen, auf der Rückfahrt. Ach so, beim Vorbeifahren? Ehrlich gesagt, ja, ich habe es handgehalten aus dem Fenster fotografiert. Also ich habe nicht mal durchgeguckt. Das ist ja das Schöne an der 7C. Also jetzt mache ich wieder ein bisschen Werbung für diese Kamera, aber haben ja andere Kameras auch, wenn man das in Top an sich sieht. Die hat ja dieses neue Display, was zur Seite rausgeht. Und ich habe wirklich so aus dem Auto sozusagen so ich war auf dem Beifahrersitz und habe so nach hinten, also so seitlich rausgezoomt und habe mit 280 mm versucht, diese schöne sizilianische
Bergkuppenstadt irgendwie zu erwischen, wo dieser weiße Wolkenzug drüber war. Und ich habe ungefähr Dauerfeuer gemacht, 10 Bilder pro Sekunde, 3 Minuten draufgedrückt und aus den 3000 Bildern ist eins scharf geworden. Was auch wieder so ein Ding ist, über das ich gerne sprechen würde, denn ich glaube die Situation, und das werden wir in vielen Fotos noch sehen, ich glaube, die Situationen, in denen oftmals Fotos gemacht werden, sind gar nicht geeignet, um die maximale Qualität der Objektive auszuspielen. Also du meinst vielleicht auch, weil also ist in so einer Situation natürlich auch jetzt, also Rückweg, sagst du, war wahrscheinlich jetzt auch nicht die Zeit da, sich nochmal 2 Stunden Zeit zu nehmen. Naja, kein Mensch will in Sizilien mit dem Auto irgendwo anhalten. Also man könnte es, aber... Das kommt gleich dazu, ja. Ist jetzt nicht so die Autofahrernation, wo man einfach ranfahren kann. Also kann man schon, aber es ist sehr, also es ist irgendwie so gefährlich. Aber ja, Tilo, genauso wie du es gesagt hast, wer aus dem Fenster, ohne zu gucken, fotografiert, handgehalten, rechts raus und irgendwie nur diese, ich habe das im Rückspiegel gesehen, dachte, boah, das sieht mega cool aus und habe es dann fotografieren wollen. Und Marc ist eigentlich ein ganz guter Autofahrer, wollte nicht anhalten und ich habe einfach trotzdem das Foto machen wollen. Da sind wir halt weit weg von dem, was eigentlich dieses Objektiv, und das merken wir ganz am Ende, wenn dann die Fotos kommen, die ich wirklich in der Idealsituation gemacht habe. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man ein Objektiv hat, was es mitmacht und was die Möglichkeiten gibt. Und wir waren Kilometer weit weg, 280 Millimeter bei so einer, also... Ja, das ist das, was wir gerade gesagt haben. Also ne, die Perspektive, die man damit dann erzielen kann, das geht halt nicht mit weniger Brennweite oder eben mit einem Weitwinkel. Man ist dann einfach zu weit weg. Und hier kann man halt von der Position, wo man ist, und sei es aus einem Auto, ich meine, das würde man jetzt nicht vermuten, wenn man das Bild sieht. Also es hätte ja auch auf einem Plateau irgendwo über der Stadt sein können. Ne? Genau. Aber mich erinnert es total an Sizilien. Wer mal in Sizilien war, der weiß, dass diese Städte so an diesen, die sind in diese Berge reingebaut. Ja, so reingebaut. Ja. Und das fand ich immer auch mit diesem Kastell da oben. Und ich habe das wirklich aus dem Rückspiegel gesehen und versucht. Und ich habe gehofft, dass es was wird. Und auch das ist Fotografie, gerade wenn man halt eben nicht Idealsituationen hat, dass man irgendwas sieht und probiert, das einzufangen. Und man hofft halt. Und wenn man die richtige Ausrüstung hat, dann kann man es machen. Und wenn man dann noch ein bisschen Glück hat, dann kommt halt auch was raus. Genau, so, und hier sind wir dann schon in der Palermo. Stadt. Palermo. Ja, Palermo. Auch das sind so Sachen, die ich in der Stadt fotografiert habe. Ich fand die Stadt, ehrlich gesagt, unten am Boden sehr, sehr unangenehm für Tele. Sehen wir vielleicht auch gleich noch, weil das sehr wuselig ist und sehr... Also ich fand diesen Stil dieser Hochhäuser, wo so wirklich so ein bisschen aus den Mafia-Filmen an, fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Auch diese Farbgebung und dergleichen. Und ich mag Diagonalen bei solchen Bildern. Und dann immer so schön mit dem Klappdisplay nach oben fotografiert. Hier so 74 mm, ganz komische Brennweite. Also normalerweise gehe ich immer auf Anschlag, so klack, klack. Aber hier 74 mm. Ja, ich kann mich erinnern, das ist schon viele, viele Jahre her, da hattest du mal ein Video gemacht, wo du mit einem unserer Reisezooms in Paris warst und so ein bisschen erklärt hast, dass Tele in der Stadt natürlich jetzt nicht die erste Wahl ist, ne? Weil in der Regel hat man da was Weitwinkliges dabei, um eben Architektur zu fotografieren oder generell die Szenerie einzufangen. Aber da hast du damals schon gesagt, naja, aber wenn ich halt ein Tele dabei habe, dann habe ich halt die Chance, mir Dinge heranzuholen, rauszuarbeiten. Ja. Ne? Das geht so ein bisschen in die Richtung. Das ist natürlich jetzt ein Bild, was man mit einem Standard oder Weitwinkel so jetzt nicht gemacht hätte. Ne? Nee. Aber ich mag die Linie, also erstens mag ich das Licht. Es ist super schönes, so ein schönes Licht, so Sonnenuntergang. Ich mag auch diese Gelb-Blau-Stimmung. Ich hätte in der Nachbearbeitung, hätte ich dieses Grünliche auf der rechten Seite rausgefischt, aber die Bilder sind jetzt nicht nachbearbeitet. Deswegen habe ich es gelassen, aber ich hätte da wirklich so einen Gelb-Blau-Kontrast rausgemacht und dann mit den Diagonalen fand ich einfach schön. Aber das ist auch so, das ist ja auch so spannend auf so Reisen. Also ich hoffe, dass wir alle wieder die Möglichkeit bekommen zu reisen und ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass wir alle so ein bisschen unsere Reisen kostbarer wertschätzen. Und übrigens sehe ich darin auch eine Riesenchance für Fotografie, denn ich habe mir ehrlich gesagt jetzt sehr, sehr, sehr viele Fotos aus der Vergangenheit angeguckt und habe mich sehr gerne zurückerinnert an Dinge, die ich erlebt habe und wo ich war, weil sie irgendwie seit den letzten Monaten sehr viel wertvoller für mich geworden sind. Und ich glaube, ich werde in Zukunft noch mehr Fotos machen auf Reisen, weil ich denke, und damit liege ich, glaube ich, gar nicht so falsch, dass es auch wieder vorbei sein könnte, mal eine Zeit lang mit Reisen. Und deswegen, glaube ich, sind solche Aufnahmen, die irgendwie so diese Stimmung wiedergeben, die, das ist ja auch gerade schön bei solchen Fotos, dass sie so ein bisschen neutral die Stimmung wiedergeben, sind sehr schön. Geh mal weiter. Jawohl. So, Sekunde. Werde ich zu gefühlsduselig, Tilo? Nein, mir geht's ja ähnlich. Oder uns allen wahrscheinlich. Ja. Genau, ja.
Mega genial. Diese beiden Fischer, die die Netze eingeworfen haben, auch hier 300 mm bei 6,3er Blende, schönes Seitenlicht. Also ich wüsste nicht, dass man an dem Foto überhaupt erkennen kann, mit welchem Objektiv, mit welcher Preisklasse. Ich glaube nicht, dass die meisten vermuten würden, dass es diese Kombo ist. Mhm. Also finde ich einfach super schön geworden. Weiter. Dann sind wir nochmal in der Stadt. Ja, also ich finde, es hat einfach so diesen, das ist so eine Mischung aus Paris in hässlich. Ja, ja, es hat seinen eigenen Charme, sagen wir mal so. Ne? Also, so ein Balkonien irgendwie. Ja. Ich finde das geil. Die nennt man doch auch französische Balkons, oder? Heißen die französische Balkons? Ich glaube schon. Ja, es hat schon was davon. Zumindest in Frankreich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben auch die Italiener sich sehr viel mehr um ihre Balkonpflanzen gekümmert dieses Jahr, glaube ich. Ja, keine Corona-Witze. Das ist zu bitter. Das ist zu bitter. Geh ruhig weiter. Jawohl. Ja, auch so ganz schlichte Aufnahmen. Also ich habe schon andere Sachen fotografiert an alle, die jetzt gerade zuschauen. Und ich finde aber, also das Bild zum Beispiel habe ich gemacht und ich habe es meiner Frau geschickt, die nicht dabei war, sondern im Oktober in Deutschland saß. Und ich habe sie hämisch an das schöne Wetter erinnert, was wir gerade haben. Und ich glaube, auch das ist so ein Grund von Fotografie, dass man einfach so, es waren gar nicht so schöne Wolken. Also hätte ich jetzt einen Weitwinkel gehabt, hätte es nicht so schön ausgesehen. Es war einfach so, es ist auch wieder so ein Filet-Foto. Ja, aber halt nicht die Wahrheit. Also drumherum war es. Ja, aber dafür ist es halt auch da, ne? Um sich die schönen Dinge herauszupicken. Ja, wahrscheinlich in dem Fall genauso, ne? Ja, das war auch so diese Struktur, dieser wiederkehrende und dann dieses Marode, teilweise so in die Farbe abblättert, aber jeder hat seine einzelne Pflanze da drauf. Schön. Also fand ich, es ist genau dieses Rausfiletieren von Reisen, wo man einfach das Störende weglässt. Genau, und wo man einfach mal wirklich auch eine interessante Perspektive hat. Ne? Also dieser Wechsel der doch quadratischen Balkons dann zueinander in der Perspektive, das ist halt ein Bild, was man jetzt nicht alle Tage hat. Ne? Ja, aber so sieht Palermo überall aus. Also die ganze Zeit, nur Balkone. ich bekomme hier gerade aus der Reaktion gesagt, ein französischer Balkon ist, wenn die Fenster eine halbhohe Absperrung haben. Das ist wohl ein französischer Balkon. Eine halbhohe Absperrung. Okay, dann die nächste Frage. Was ist eine halbhohe Absperrung? Ich könnte jetzt ein Bild zeigen, aber Bauer da draußen. Ja, quasi, also, damit man nicht rausfällt. Hab wieder mit Halbwissen geglänzt. Ach so, damit man... Okay. Das Bild hatte ich genommen. Bei diesem Bild zum ersten Mal dachte, wow, sind die Farben schön. Tele hatte immer eine kleine Problematik. Thilo, kannst du dich erinnern, welche Zahl Anders gesagt hat in der Objektivstrecke, ab wann Teleaufnahmen kritisch werden wegen atmosphärischen Eintrübungen? Du meinst jetzt von der Brennweite her? Ich glaube, der hat gesagt, ab 100 Meter schon oder sowas, ne? Ja, es war auf jeden Fall wesentlich weniger, als man... Als man denkt, ne? Als man so dachte. Und man dachte sich dann so, das ist schade für alle Teleaufnahmen. Ich weiß, dass wir kurz danach nach Namibia gefahren sind und ich immer in Namibia dachte, ach, kacke, ist viel zu weit weg, es bringt eh nichts, ist eh unscharf. Aber bei dem Bild habe ich zum ersten Mal so diese Farbexplosion gesehen und auch wenn es jetzt relativ grün wirkt, aber ich finde, es sind eh so kritische Farben jetzt gerade für eine Sony-Kamera. Also die Sony-Kamera ist ja sehr rotliebend. Ich sage jetzt nicht stichig, ich sage liebend. Sie liebt das Rot. Sie liebt das Rot, was ja viele sehr schön finden, wenn es gerade um Porträts oder um Hautfarben geht, aber was jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite so ein bisschen bei grünen, also richtig sattes, leuchtendes Grün, was angenehm ist, was so ein habe ich selten bei der, also ohne Photoshop, ne? Also das muss man immer bedenken. Und das hängt natürlich auch mit der Linse zusammen, weil die Klarheit, die war schon sehr, es ist ein banales Bild, aber es war einfach sehr catchy. Stichwort Photoshop. Das war... Ich weiß nicht, was du meinst. war eine Blende von 1.0. Ja, das hatte ich ja dir gesagt, das habe ich bearbeitet mit Vorankündigung. Ich fand das jetzt die Balkone in hässlich, also in wirklich hässlich. Und ich fand das so, ich fand diesen Tilt-Shift-Effekt da ein bisschen reinzusetzen, also da war es schon Unschärfe, da gab es schon Unschärfe. Ich habe es bloß ein bisschen verstärkt. Mhm. Und auch das sind Objektive, ich finde jetzt im Nachhinein betrachtet, erinnert das Objektiv jetzt nicht an ein Reiseobjektiv.
Also ich glaube nicht, dass hätte man es so einfach hochgepostet, würde man sofort vermuten, das ist aber jetzt nachträglich verstärkt. Glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Ne? Aber ich meine, deswegen sind wir ja auch hier, um wirklich alle Möglichkeiten der Fotografie und auch der Bildbearbeitung uns mal anzuschauen und zu besprechen. Und ich meine, das ist ja legitim. Ne? Also es gibt die Art der Fotografie, da kommt es so aus der Kamera, dann schickt man es nochmal durch Lightroom und dann ist es fertig und es gibt Bilder und davon mache ich zum Beispiel, weiß Gott genug, die dann doch nochmal etwas mehr Liebe benötigen, ja, um dann in die Sammlung zu kommen. Schön gesagt. Das sage ich ab sofort auch so. Aber auch das ist ja eine Sache, über die man nachdenken sollte. Ich glaube jetzt gerade in Anbetracht der Tatsache, dass das Objektiv einen Zweck erfüllen soll. Und zwar, es soll ermöglichen, sein Objektiv, seine verfügbare Brennweite um ein Vielfaches nach oben zu pushen, aber möglichst wenig stören. Also sind wir mal ernst, die meisten Menschen werden im Alltag nicht mit 70-200 rumrennen, 70-300 rumrennen, sondern eher mit einem 28-75. Ja. Das ist so eine Brennweite, die so eine 20% Brennweite bei mir, meiner Meinung nach, ist. Also wenn man jetzt alle Objektive zusammennimmt, so im Alltag, dann ist 70-300 halt das Objektiv, was so ab und zu drauf kommt. Das ist bloß so, dass das eigentlich das Objektiv ist, was so die Ausnahmeschüsse manchmal liefert, weil es so herausselektierend ist. Und ich glaube, da darf man nicht vergessen, dass viele Fotos sowieso bei vielen Fotografen nochmal in Lightroom wandern und da sehr viel optimiert werden können und dass eben dieses Reinzoomen irgendwo seine Grenzen hat. Also die 7C ist ja 24 Megapixel, was ich eine sehr schöne Auflösung finde, um damit Alltag zu leben. Das ist hochauflösend für alle Ausdrücke. Und da ist auch ein bisschen Reserve drin, aber da ist jetzt keine Reserve da drin, dass man irgendwie vierfach zoomt. Also. Ja, ja. Und vieles kann man korrigieren, aber nicht alles. Das Bild habe ich als Negativbeispiel reingebracht. Ne? Da sieht man mal so die Auswirkungen von atmosphärischen Eintrübungen. Dieses Bild ist einfach Matsche. Hm. Also da kann man mit dem besten Objektiv nichts machen. Das ist einfach zu weit weg. Also nur als Beispiel mal, dass selbst wenn man schöne Motive sieht, da wird nie Kontrast rauskommen, da wird nie Fetzigkeit. Selbst mit Photoshop kann man da nicht mehr viel machen, weil einfach die Atmosphäre schon alles kaputt macht. Ja, genau. Also man könnte es nur noch an den Kontrasten könnte man dran drehen, aber ob es das dann ein besseres Bild macht, ist dann die Frage. Ne? Ja, also ist jetzt ein Negativbeispiel. Das fand ich auch so eine Sache, also das war 300 mm bei 6.3 und das war eine tausendstel Sekunde und auch das war aus dem fahrenden Auto fotografiert. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich bin da mehrfach vorbeigefahren. Das ist so ein bisschen die Geschichte, weil es auf dem Weg zu unserem Einkaufsladen war, zu dem wir einkaufen gegangen sind. Und ich habe jedes Mal, wenn ich vorbeigefahren bin, wollte ich dieses kleine Hüttchen da fotografieren. Also es ist auch wieder kein besonderes Foto, jetzt als Fotograf gesehen, da gibt es bestimmt erstaunlichere Fotos, aber es war für mich so ein bisschen so eine kleine Challenge. Ich war im Auto gesessen und habe es gefahren und ich habe jeden Tag neu probiert, das zu fotografieren. Und ich habe immer abgewechselt mit dem 70-300 der Konkurrenz. Und es hat keinen Unterschied gemacht. Der Bildstabilisator oder die 5-6er Blende, es hat nichts geholfen. Im Endeffekt war es ein bisschen Glück. Das ist das Motiv, was wir vorhin schon mal in Schwarz-Weiß gesehen haben. Na? Ja, nochmal in Farbe. Genau. Kann man auch weiterspringen. Dann kommen wir hier zur Brennweite einfach nochmal. Ne? Genau. Also du hast, ich kann mal ein bisschen hin und her schalten. Also hier haben wir die 70 mm versus die 300. Ja. Ne? Also genau auf die, ich kann es mal mit der Maus versuchen zu zeigen, also quasi hier mittig rein gezoomt. Ja. Ne? Damit Das ist schon hart, ne? Der Unterschied. Also ja, das ist jetzt etwas, was man dann nicht mehr aus 24 Megapixel rausschneiden möchte. Eigentlich noch nicht mal aus 47 oder. Nee, da kann man auch nicht aus 60 Megapixel rausschneiden. Also ich bin noch einmal nur zurückgehen. Ja. Also wenn man jetzt das Innere, Thilo, rechne mal mit, wenn man das Innere nimmt, wie oft geht dieses innere Bild in die Länge rein? Also ich schätze mal sechs Mal. Sechs Mal. Eine 60 Megapixel Auflösung hat wie viel Kantenlänge? Ich glaube 11.000, ne? 12.000, glaube ich, war es. 12.000. Und dann durch 6 sind 2.000 Pixel Seiten. Dann wären wir bei 2 Megapixel. Bei einer 60, also jetzt mal grob überschlagen. Ich
kann jemand vielleicht mitrechnen, der das... mit dem Taschenrechner. Mit dem Taschenrechner, aber ich würde so sagen, wir wären dann bei dem Crop wären wir bei 2, 3 Megapixel, wenn das Ausgangsmaterial 60 Megapixel wäre. Und das ist halt hart. Einmal weiter, bitte. Ja, Thema Makro. Ja. Telemakro sozusagen. Also da ist ja, das 70-300 ist jetzt kein dediziertes Makro oder wo wir jetzt sagen würden, ne, auch bestens für Makro geeignet, aber es ist halt ein Teleobjektiv und kann daher eben auch solche Bilder möglich machen. Ich glaube, du hast mir im Vorfeld auch gesagt, also das war jetzt auch kein so kleines Tierchen. Ne? Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also man muss die Makrofähigkeiten so ein bisschen relativieren, weil das war eine Giant Hornet oder eine Riesenhornisse, die ungefähr so groß ist wie mein kleiner Finger. Also wenn man da jetzt eine Biene hätte, eine deutsche Waldbiene, dann wäre das deutlich kleiner. Also das sieht jetzt nach einem wirklichen echten Makro aus, weil diese Hornisse so unfassbar riesig war. Aber nichtsdestotrotz, auch das ist so eine Sache. Meine Frau, die ist sehr, sehr, sehr interessiert, was so Bienen betrifft und so Tiere aus dem Garten. Und ich habe ihr unbedingt dieses Bild schicken wollen. Und ich hatte noch nie in meinem Leben so eine gigantisch große Insektensache gesehen. Also gut, vielleicht ein Skorpion in Afrika. Aber ja. Das war ein Monsterviech. Auf jeden Fall etwas, wo man jetzt auch nicht so wahnsinnig nah ran möchte, unbedingt. Ne? Ehrlich gesagt, nee. Also da hatte ich selber auch ein bisschen Schiss, obwohl ich nachträglich herausgefunden habe, dass die ganz, ganz harmlos sind. Aber das war auch so ein Moment. Man hat die Kamera, ich habe die Kamera halt aus dem Haus geholt und da war das Objektiv dran und ich habe wirklich erst danach realisiert, oh Kacke, ich hab 70-300 dran und dann habe ich probiert ranzugehen, habe dann erst festgestellt, oho, das geht echt nah ran für ein 70-300. Also da muss ich auch wirklich loben, die Naheinstellgrenze bei der Kombination mit dem Preis und mit dem ist schon wirklich sehr erstaunlich. Stichpunkt Panorama. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht nicht nach 70 mm aus, ja. Nee, nicht unbedingt, nee. Erklär kurz, was hast du gemacht? Warum hast du es gemacht? Ich finde ja so 70, 100, 135 mm, das ist eigentlich so mein Bereich, wo ich die meisten Panoramen mitmache, weil wenn man die Panoramen zu sehr im Weitwinkel macht, dann kriegt man sehr schnell diese Little Globes oder Thilo, wie ist das? Little Planets, ne? Also, ja. Ja. Also, du meinst einfach, wo es am Rand dann quasi verzeichnet, wenn man zusammen, also wo es dann so kugelig bei den jeweiligen... Ja. Stichen wird. Genau, vor allem wenn man Panoramen jetzt ohne Nodalpunktadapter fotografiert und ohne irgendwie riesenkrassen Aufwand, sondern nur so aus der Hand, dann will man eigentlich nicht zu viel Weitwinkel haben, weil sonst hat man Probleme am Boden. Dort hat man die meisten Stitching-Probleme. Und deswegen ist so 70, 100, 135 eins der schönsten Brennweiten, die man so haben kann, um so richtig schön aus der Hand geschossene Panoramen zu machen. Und ich fand das sehr, sehr cool. Also ich fand, das darf man nicht vergessen. Das ist noch mal angenehmer als das 28-75, was Panoramen betrifft. Hier das Paradebeispiel. Also so war einmal ein Sonnenuntergang. Schön, ja. Ne? Und das ist ja dann auch eine klassische Urlaubserinnerung, die man sich vielleicht auch mal an die Wand hängen möchte. Ne? Also das, wenn, also ja, also da meine Frau nicht dabei war, darf das definitiv nicht an die Wand in der Wohnung. Nehmen wir mal an, sie wäre dabei gewesen, hätte das vielleicht auch ranfinden können. Und auch hier sieht man, bitte noch einmal kurz zurückgehen. Ja. Hier sieht man bei dem Bild auch übrigens sehr schön wieder diese atmosphärische Staffelung. Ich komme immer wieder darauf zurück, weil man darf nicht vergessen, ich glaube, also jetzt mal eine ehrliche Frage an euch und ich will eine ehrliche Antwort. Kommen da nicht bei solchen 300 mm Brennweiten manchmal Leute und sagen, das ist nicht scharf und zeigen dann Bilder, die einfach so in 10 Kilometer Entfernung fotografiert wurden und beschweren sich darüber, dass das Objektiv nicht scharf ist? Das kommt garantiert vor, ja. Also, weil das ist so der Punkt, man sieht ja hier schon an den Bergen, der nahe Berg ist kontrastreicher als der mittlere als der ferne. Also man sieht schon, wie so ein paar Kilometer die richtige Kontraste komplett rausnehmen. Und das ist am Meer, wir hatten richtig schön Luft, das war alles klar, es ist alles freigezogen gewesen. Wenn da noch so ein bisschen Trübheit dazukommt von Atmosphären, also richtige Trübheit, nicht am Meer, dann ist das, also dann hat man den Effekt viel früher. Stichpunkt Brennweite, gehen wir hier nochmal ein bisschen drauf ein. Das ist jemand aus deinem Team, ne? Ja, die Sarah, ja. Die Sarah, genau. Bin nicht ich. aus der Tilo. Und das war dann auch nochmal
die gleiche Position, also aus der Entfernung, ne, bei 70 mm, hast du denn die Aufnahmen geschossen. Das ist dann das Äquivalent 300 mm ungefähr, ne, reingezoomt. Genau. Da ist auch wieder die Geschichte dahinter so ausschlaggebend, weil ich glaube, auch das ist so wieder ein Plädoyer für das Zoom und gegen die Festbrennweite. Sie hat, also sie kann dieses Turnen da sehr gut. Und sie hat halt gesagt, oh, jetzt ist einmal so ein bisschen ruhiger, lass uns die Fotos machen. Und habe ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich erst da unten stand ich an so einem Steg und habe dann fotografiert, aber sie ist immer weiter weggetrieben worden. Es war zwar windstill, aber die Strömung war da. Und sie hat sich so auf diesen Handstand, auf diesem Brett konzentrieren müssen, weil das war auch nur so ein kleines von diesen Brettern, hat sie mir nachher erzählt, was gar nicht so ruhig ist, dass sie immer weiter abgedriftet ist. Und sie ist halt weggedriftet worden. Und am Anfang habe ich die Fotos wirklich gemacht, weil ich wollte sie möglichst nah halten, damit man auch noch reden kann. Und es hat mit dem 28-75 nicht funktioniert. Sie ist einfach innerhalb von, ich weiß nicht, so eine Strömung hat die innerhalb von ein paar Sekunden so weit weggetrieben, dass es einfach weg war. Also zwischen diesen beiden Fotos liegen echt nur ein paar Sekundchen. Also noch einmal zurückgehen. Ja. Also die sind fast gleich entstanden mit gleicher Brennweite. Man sieht ja sogar die Wolken hinten, die sind ja, also sie ist nur ein bisschen weiter nach hinten rechts gedriftet. Das ging so schnell, dass ich gar nicht reagieren konnte. Und ohne das 300 mm Objektiv wären die Aufnahmen niemals möglich gewesen. Also die sind jetzt bei 300 mm gemacht. Genau. Ja, eine Möwe. Eine Möwe. Genau, da haben wir eine Möwe. Im Folgenden noch, das hat jetzt ein bisschen JPEG-Kompression, das Bild, fürchte ich. Ne? Ja. Da können die Leute mal die Auswirkungen von zu hoher Kompression sehen. Aber ich glaube, du wolltest nochmal auf das Thema Ausschnittsvergrößerung wahrscheinlich eingehen da. Ne? Das ist dasselbe Bild, richtig? Genau, das ist dasselbe Bild, einfach nur vergrößert. Und das ist jetzt auch so eine Distanz, über ein paar Meter war das, glaube ich, waren maximal 6, 7, 8 Meter. Das ist halt wirklich erstaunlich scharf. Also wirklich erstaunlich scharf. Das ist so ein bisschen, die 24 Megapixel werden wirklich 100% bedient mit dem Objektiv. Bei den 40 könnte man in den Maximal, aber wir kommen danach noch dazu. Genau. Oh, jetzt hast du ja schon vorweggegriffen. Ja. Genau, da wolltest du noch ein bisschen was zu erzählen, ne? Zu dieser kleinen Serie, die wir hier haben. Ja, also an alle Zuschauer jetzt, ich bin jetzt kein Fan davon, das ist mein Sohn. Und ich bin kein Fan davon, so ungefragt Kinderfotos ins Netz zu stellen. Er kann noch nicht wirklich darüber entscheiden, jedenfalls noch nicht so, dass er damit die Auswirkungen kennt. Und deswegen haben wir hier einmal sein wahres Ich hervorgehoben. Übergelegt. Ja, also das ist jetzt was sehr, sehr, sehr Privates, was ich ja ganz, ganz, ganz wenig zeige. Und ich hoffe, Tamron schätzt das auch, dass ich so tief in die private Schiene reingehe. Das ist bei uns die Warner Heide, wo ich immer spazieren gehe mit meiner Frau und ihm. Also immer, wenn ich Zeit habe und wenn ich kann. Und das ist halt einfach so eine Heidelandschaft. Und mein Sohn heißt Maximilian, der liebt es, da rumzurennen und da durch diese kleinen Gässchen zu rennen und da Sand überall und zu spielen. Und sobald ich diese Heide betrete, ist der wie so ein Hund weg. Und der hält auch nicht an. Also man kann den eigentlich nur irgendwie mit so einem Objektiv verfolgen. Und da war das Interessante, ich war letztens erst unterwegs, habe sehr, sehr, sehr teure Objektive dabei gehabt. Und die Fotos, die ich jetzt hier mit dem 70-300 heimgebracht habe, hat meine Frau auf dem Handy gesagt, gefallen ihr mit am besten jetzt, in letzter Zeit. Ja, nochmal so ein rennendes Teufelchen. Sehr interessant, wenn man da mal genau hinguckt, ich habe jetzt leider keine Vergrößerung, aber man soll das auch genau sehen, das ist mit einem 640stel aufgenommen. Und wer denkt, ein 640stel reicht für ein Kind aus, der irrt sich, denn wie man an der Hand sieht, eine schnelle Handbewegung, die wirklich, also das ist ja eine Bewegung, die so zur Kamera ist, ist ja sozusagen weniger Änderung als eine Kamera, die quer zur oh, Tilo, helf mir. Bewegung, ja, also die relative Änderung. Die prozentuale Auswirkung in die Richtung ist bei gleicher Entfernung wesentlich geringer als... Du musst umschalten. Habe ich doch. Oh, habe ich nicht. Nee, hast du nicht. Das ist schlecht. Ich habe aber... Du also kannst auch in die Richtung bei gleichem Abstand prozentual weniger Bewegung als so. Zumindest, was halt von der Kamera aufgenommen wird. Ne? Genau. Das meinst du? Ja, das meinte ich. Ja. Also insofern... Nee, bitte einmal zurück. Ich wollte ja noch so machen. Okay. So. Ja, hier. Also die Hand ist nicht scharf bei 46stel. Aber die Haare, wie man oben sieht, sind knackescharf. Und das ist auch so eine Sache gewesen. Ich glaube, das interessiert sehr, sehr, sehr viele, was die Autofokusfähigkeiten sind. Okay, die 7C, auch das ist mit der 7C aufgenommen.
hat dieses neue Fokusmodul von Sony, was auch von der 7S übernommen wurde, also mit den neuen Tracking-Algorithmen. Aber es ist immer noch eine Frage, wie gut arbeitet das Objektiv von einem Fremdhersteller, ne, Tamron, mit dem Hersteller Sony, der Kamera zusammen. Und solche Schüsse mit Gesichtserkennung, Augenerkennung im Laufen, im wirklichen Rennen von Kindern, wo noch Sachen im Vordergrund sind. Also das Bild zu werten, muss man schon, also ich habe das absichtlich rausgesucht. Ne? Da sind Vordergrundelemente drin, da ist dann direktes Laufen in die Kamera. Es ist schon schwierig. Also das ist keine Leichtigkeit. Und es war, alle Fotos waren scharf. Also wirklich. Ein ja, letztes genau. noch. Wie dieses ja, auch. Ich fand 7.1, ich fand das Bokeh echt cool. Also ja. Sogar der Schokoriegel dann, ist scharf hier, oder? Was ist hat er einen Schokoriegel in der Hand? Ich glaube, das ist eine Kastanie. Eine viereckige Kastanie, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist kein Schokoriegel. Ist es ein Schokoriegel? Ich weiß es nicht. Moment, wo kann das so? Ah, es war ein Keks. Ein Keks. Ups. Ja. Stimmt, es war selbstgebackener Keks. Ja. Na, ja, immerhin. Das passt doch. Ne? Ja. In die Situation. Aber schön ist auch schön, auch von Vordergrundbokeh und. Also ich war sehr erstaunt. 7.1 hatte ich selber nicht wahrgenommen. Normalerweise wäre ich so ein bisschen natürlich auf die 6.3 gegangen, weil je offener, umso besser. Aber das fand ich sehr schön. Ja, und es verstärkt ja auch also ne, die Komposition sozusagen, also der unscharfe Vordergrund, ja. scharfe Hintergrund. Also es ist ja so ein Mittendrin-Bild dadurch. Ne? Ja, ja, ja. So, genug Teufel. Genug Teufel. Was okay. mir aufgefallen ist, ja. Was mir aufgefallen ist, das hat mich richtig geflasht. Also das war das Bokeh. Und zwar bei Lichtreflexen. Einmal eins nach vorne gehen, ein Bild. Das ist nämlich jetzt die Vergrößerung. Das erzeugt Sterne bei 6.3. Oder, also es sind ja keine Sterne wegen den Blenden, aber es sind trotzdem irgendwie so Sternflares. Mhm. Das fand ich mega cool. Also fotografisch das Glitzern des Meeres quasi festgehalten. Schöner geht's nicht. Also ich weiß ja nicht, ob das euch gefällt, aber das ist ja immer so eine Sache, was den Fotografen und was wahrscheinlich dem Hersteller gefällt. Also so von wegen wahrscheinlich versucht man als Hersteller zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich so als Fotograf denke, wie geil. Das ist ja cool. Also, nein, also tatsächlich werden wir ja auch oft gefragt, wie denn so die, wie der Blendenstern aussieht, ne? wie das Objektiv sich verhält. Also es ist schon nicht unrelevant, wie sich sowas darstellt. Ne? Und ich meine, das ist ja jetzt keine hässliche Verzeichnung irgendwie im Bild, sondern es ist ja einfach genau der Effekt, ne? ist das glitzernde Wasser ist da einfach nochmal festgehalten. Also ich habe das Bild gesehen, ich dachte, dahin. Sternfilter drauf gemacht. Weil manchmal, ich meine, Marc war dabei und Marc ist so ein, also Gerst ist so ein, der liebt so Späßchen. Und ich habe auch schon Fotos gemacht, wo dann irgendwelche Filter plötzlich in der Pause draufgeschraubt wurden und ich dann dachte so, bis man dann draufbimmt, dass man veräppelt wird. Aber es war kein Filter. Also es ist geil. Es ist mega cool. Ist richtig cool. Genau. So, kommen ja. wir nochmal ne, zu was anderem. Also ja. wir hatten ja, oder ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, unsere drei Objektive, die wir so unter die Trinity fassen, also die lichtstarken 2.8er Objektive, da im speziellen Objektiv wie das 28-75 oder das 70-180, das sind natürlich so Arbeitspferde, die man jetzt höchstwahrscheinlich eher gerade in solchen Porträtgeschichten im Studio benutzen würde. Ja. Ne? Aber du hast ja gedacht, ja. das 70-300 probiert. Es ist Corona. Hallo? Es ist Corona. Ich brauche die 300 mm, um Abstand zu halten. Um ja. Abstand zu halten. Es ist übrigens gar nicht so unrealistisch, weil wir das Bild, was wir gleich sehen, habe ich auch bei 300 mm gemacht und ich glaube, ich hätte keinen halben Meter nach vorne dürfen ohne Maske und Desinfektion. Und also da war ich schon wirklich am Mindestabstand. Aber einmal nochmal zurück. Ja. Das war wirklich, also die kommen, gut, die ist unfassbar hübsch, die Helena. Das ist jetzt nicht retuschiert, das sind jetzt alle Bilder einfach so fotografiert. Aber was ich erstaunlich finde, man sieht es, glaube ich, auf dem linken Bild, dass da einfach wirklich schon Unschärfe besteht im Porträtbereich. Und das ist alles mit Blende 5.6 gemacht, 6.3. Also ich stelle dann meistens bei solchen Sachen einmal die Blende ein, 6.3, und dann bleibt die so, auch wenn ich zurückzoome, dann bleibt die immer so. Aber es ist halt einfach,
also das ist jetzt unter Idealbedingungen gemacht. Softbox, extrem helles Licht, noch ein bisschen zusätzlichen Blitzlicht. Das ist jetzt so das Maximale, was rauskommen kann. Und übrigens an der 7R Mark IV aufgenommen. Also 60 Megapixel. 60 Megapixel, ja. Genau. Das habe ich gemacht, um zu checken, wie die Vignettierung ist, weil ich habe schon Vignettierung festgestellt bei manchen Aufnahmen, aber in dieser Situation habe ich keine Vignettierung festgestellt. Und das war schon sehr komisch. Also sie ist verschwunden. Ich bin aber jetzt leider nicht in der Lage zu sagen, wohin. Also es ist jetzt, also sie war in Sizilien manchmal stärker da, aber hier nicht. Und obwohl, das ist ein weißer Hintergrund mit leicht, also der wird nach unten hin dunkel, weil das Licht leicht von oben kam. Ja, ja. Also der dunkelt so ein bisschen ab nach unten, das ist völlig normal, aber rechts, links sehe ich oben in den Ecken nur ganz wenig. Das ist ja auch bei einem Porträtbild eigentlich, was man haben möchte. Ne? Man möchte ja keinen, also es sei denn, man macht Stockfotos, die freigestellt werden, möchte man ja keinen knallweißen Hintergrund von oben bis unten haben, sondern ein bisschen muss da ja passieren. Ne? Ja, absolut, absolut. Eins weiter. Das ist jetzt die 300 mm Aufnahme und da war ich maximal 2 Meter weg. Und das war natürlich unglaublich. Also, ja. Also ne, auch das, was ich anfangs gesagt habe, also speziell im Telebereich, da haben die Ingenieure wirklich nochmal ordentlich dran geschraubt. Das ist ja oft ein Kritikpunkt bei Telesum-Objektiven, dass es natürlich im Telebereich mit der Schärfe dann irgendwann ein bisschen schwierig wird, ne, gerade so im Randbereich. Und hier ist ja wirklich, man kann ja wirklich jede Pore sehen. Die Unschärfe finde ich jetzt eigentlich eher interessanter. Also gerade bei den Ohrringen, die ja reflektieren, weil sie Gold sind, finde ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen diese leichte Unschärfe finde ich sehr schön. Also dass diese Highlights nicht so rausbrechen. Weil ja. Das kenne ich auch von ganz vielen Tele-Brennweiten, die relativ günstig sind zu erwerben, dass die gerade bei den Highlights aus der Unschärfe so aggressiv sind. Und das finde ich vollkommen harmonisch. Genau. Harmonisch ist ein schönes Wort. Das letzte Bild, um da wirklich auch nochmal, und dann sind wir auch schon durch mit den Bildern von dir, das ist jetzt nochmal eine 100% Ausschnittsvergrößerung. Ne? Und ich hoffe, man kann das im Stream auch sehen. Also da ist, ja, jedes, also es ist nicht ganz 100%. Ich wollte, ich habe ein bisschen gelogen. Tut mir leid. Es ist weniger als 100%. Also die 60 Megapixel wären mehr gewesen, aber dann hätte man fast nur Auge gesehen und ich wollte die Wimpern drauf haben. Ja, ja. Und ich wollte auch nochmal oben die Augenbraue drauf haben, damit man sieht, Blende 6.3 ist so wenig Schärfe, dass im Porträtbereich nicht mal die Augenbraue scharf wird, wenn man aufs Auge fokussiert. Also es ist extremst geringe Tiefenschärfe im Porträtbereich. Bei den 300 mm. Silo. Ich wollte dir nur ein Stichwort dafür geben, dass wir das jetzt wieder mal. Wir machen ein bisschen Tutorial hier. Genau. Also, alle Zuschauer, Brennweite verändert nicht die Tiefe der Schärfe, sondern nur die Wirkung. Also, es wird nicht mehr unscharf oder scharf, weil man die Brennweite ändert. Schon irgendwie, aber dann doch nicht. Das ist was sehr Subjektives. Gut. Bei gleichem Abbildungsmaßstab so. Ändert die Brennweite nicht die Unschärfe. Also an der Stelle kann ich nur, ne, wer da noch mehr Insights haben möchte, also bei Kolob und Gerst auf dem YouTube-Channel und im Shop und überall gibt es ganz viel wertvolle Materialien zu allen möglichen Themen der Fotografie. Da gibt es noch viel zu lernen. Ne? Also wenn irgendjemand sagt in der Fotografie, ich zoome und mache mehr Brennweite und dann wird mehr unscharf, dann lügt er. Wenn er sagt, dann sieht mehr unscharf aus, dann hat er recht. Dann wirkt es mehr unscharf. Das nehmen wir noch gerne mit. Martin, Thilo, ich... Bist du arg genervt von uns? Ich bin überhaupt nicht wirklich arg genervt von euch. Nein, war eine Frage. Um Gottes Willen, also, nein. Also, mir tut es ja leid, dass wir nicht so richtig Video mitbringen konnten von den ganzen Sachen, aber wir wollten auch jetzt nicht eine extra Person irgendwie da durch die Gegend schleifen. Wie gesagt, wir nehmen Corona auch sehr ernst und wollen da vermeiden, unnötige Reisen zu machen und bald ist es wieder möglich und dann sind solche Objektive sehr, sehr, sehr sinnvoll, um unsere Erinnerungen festzuhalten, die wir bald machen. Und so lange müssen wir halt das kleine Teufelchen im Garten oder in der Heide fotografieren. Genau. Und wir sind sehr froh, dass das noch alles mit einer kleinen Reise zumindest funktioniert hat, dass wir mal ein bisschen die Fähigkeiten von unserem 79-300 auch zeigen konnten. Denn ich meine,
spätestens jetzt, also aktuell und in den letzten Tagen, ist auch mit dem goldenen Oktober oder dem goldenen Herbst hier in der Kölner Region nicht so wahnsinnig viel. Das ist eher am Regnen und die Blätter fallen sehr schnell von den Bäumen. Also da wären die, die Impressionen etwas trister geworden, sage ich mal. Von daher haben wir hier zumindest noch mal ein paar schöne sonnige Bilder gesehen, die wir im Herzen behalten können und hoffen, dass wir spätestens im Frühjahr da vielleicht dann wieder jeder von uns auch selber in die Richtung fotografieren kann. Ja, also, soll ich nochmal ein Fazit machen? Gerne nochmal ein kurzes Fazit von dir. Ach so, kurz, alles klar. Wir sind schon ziemlich lange dabei, ja. Wir wollen die, ja, die Geduld der Zuschauer auch nicht. Das ist wie bei, Wetten, das ist auch nie pünktlich. Ich finde das Objektiv äußerst sinnvoll und ich würde, also es ist so, wir haben schon entschlossen intern, dass wir das 70-180 aus unserer Videoausrüstung verbannen und durch das 70-300 ersetzen. Weil wir da die Brennweite viel, viel, viel mehr brauchen als die Freistellung bei Blende 2.8. Im Fotoalltag jetzt für mich ist das 70-200 einfach nochmal eine Schippe qualitativ hochwertiger, aber die Worte meiner Frau hallen in meinem Köpfe, die da sagen, das waren super coole Bilder, die rauskamen. Ich habe ja mehr gemacht als die drei, die ich gezeigt habe. Und das waren einfach diese Flexibilität. Der rennt auf dich zu, der Kleine, und dann ist man einfach mal zack und dann hat man ihn und zack. Und dann, das ist einfach unfassbar viel wert. Also wenn man nicht als Fotograf alles unter Kontrolle hat, ist es wichtiger, das Motiv sich aussuchen zu können, als eine Freistellung oder als die maximal mögliche 60 Megapixel Auflösung. Da ist eigentlich Brennweite genau das, was die Bilder dann ausmacht, das richtige Framing. Und das kann das Objektiv bei unglaublich kleinem Gewicht und wirklich, wirklich solider Qualität richtig toll rüberbringen. Also finde ich es rundum gelungen. Entschuldigung. Ja, ist in Ordnung. Nicht weinen, alles wird gut und ja, wunderbar. Dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, vielen Dank an euch zwei und für eure Zeit, für die tollen Bilder, die ihr mitgebracht habt. Und ja, wir sehen uns entweder digital oder irgendwann vielleicht auch mal live hier im Studio und besprechen dann neue interessante Themen. Hoffentlich. Bis dann. Da bricht der Stream zusammen. Macht's gut. Tschö, tschö. So, ja, das wäre es dann soweit mit unserem Livestream. Ich hoffe, es war interessant und wir konnten ein paar gute Einblicke in die Fähigkeiten des neuen Objektivs geben. Zum Abschluss möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Wir haben gerade noch einen Contest am Laufen. Den können wir gerade noch mal einblenden zusammen mit der Webseite. Und zwar unseren Tamron Creativity Contest. Unter contest.tamron.de kann ich jeden nur einladen, sich die Seite nochmal anzuschauen, sich durchzulesen, worum es da geht. Da geht es nicht um unser 70-300, jedenfalls nicht primär, sondern hauptsächlich um das 28-200. Das ist die Aufgabe sozusagen, mit dem Objektiv eine Bilderserie zu bestreiten. Die Themen kann man sich aussuchen und ja, bis zum 1.11. kann man noch dran teilnehmen, kann man die Konzepte einreichen. Also wer noch Lust hat, gerne mitmachen. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns bald hier an der Stelle wieder. Einen schönen Abend.